Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Assassin's Creed mit mir, Dragonios, und haben in der letzten Folge in Akkon die restlichen Aufgaben gemacht. Und jetzt zeigen wir doch unserem Verbindungsmann mal, was wir alles entdeckt haben. Wie läuft eure Suche nach Garnier? Ich weiß jetzt, wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Danke. Entfernt diesen Schandfleck aus Akkon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, damit hätten wir die Nachforschungen beendet. Und vergiss die Welt um sich, wenn es eine Präsenten behandelt. Das ist der richtige Zeitpunkt. Jawohl. Wir haben erfahren, dass er doch ein sehr großer Menschenquäler ist. Der gute Garnier. Und diesem möchten wir jetzt auch das Handwerk legen. Zutritt verboten. Hinfort mit euch. Ja, ich gehe doch schon. Hat er wohl einen Grund für seine Taten? So. Der verdammte Narr hat wohl den Verstand verloren. Dann schauen wir mal, wie wir am schnellsten zu Garnier kommen. Ich bin schon eh gespannt, was wir dafür machen müssen, um überhaupt an den ranzukommen. So einfach wird's, denke ich, nicht, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Also einfach nur hingehen, töten und fertig. Nein, das bezweifle ich, dass es so leicht wird. Hopp, hopp, hopp. Hi. Okay, ich sollte auf jeden Fall hier hoch. Ich brauche Hilfe. Ich habe Hunger. Nur ein paar Müllkarten. Nein, 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 ich will da hoch. Alter, ihr, ich will da hoch. Och, bitte. Genau, so. Hi. Ihr dürft nicht passieren. Hier wird... So, was? Den am besten auch noch töten. Und den hier auch. Damit er nicht mehr im Weg ist. Assassine! So, am besten hier umbringen und den hier ebenfalls. Die Fahne nehmen wir mit. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir am besten zu Garnier? Hier durch, ne? Au. Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir, bitte! Ihr müsst mir helfen! Au. Genug, mein Sohn! Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder. Nein. Gebt Nein. mir eure Hand. Rührt mich nicht an. Nie wieder. Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Oh. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir.
Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine. Alle Beine. Es tut mir so leid. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Oh. Okay. Was zum Teufel wollt ihr? Gut, das ist echt böse, was der hier gemacht hat. Dem Typen muss das Handwerk gelegt werden. Ah, er ist erwacht. Ihr seid's. Und wie fühlt es sich an, wieder ganz zu sein? Wie habt ihr das geschafft? Es war nicht einfach, seid versichert. Ihr habt dagegen angekämpft, wie die meisten. Aber jetzt ist es vollbracht. So. Der schwere Teil ist vorbei. Ich denke, ich werfe ein Messer auf ihn. Ich stehe zu euren Diensten. Danke. Euch reinigt die Gehorsam leer. Euch reinigt die mit geschlossenen Augen. Zack. Zack. Ich warte ab, bis die ganzen anderen weg sind. Zack. Nein, 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 nein. Ich muss doch mit dem Schwert kämpfen. Geh weg. So, okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Leben. Oh, okay, vielleicht auch nicht. Ah, ja, leck mich doch. Bam! So, weg. Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war. Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Unnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Jo. Schon wieder so ein seltsamer. Lasst mich! Ich möchte nur fliehen! Ja, wieder so ein Kerl, der eigentlich in seinem Kopf das Richtige macht.
weiß zwar nicht, wie er es macht, ob er es richtig das, ob er den richtigen Weg eingeschlagen hat oder den falschen, aber auf jeden Fall, das sind die Sachen, wodurch wir jetzt doch leicht ins Zweifeln kommen, dass wir vielleicht auch das Richtige machen. So, erstmal auf zum Büro, dann da irgendwo verstecken. Ja, sehr gut. Gut gemacht, Alter, ihr. Gut, gut. So, jetzt bloß keinen Stein treffen lassen. So, fix, 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 rein damit. Und diesmal bin ich nicht so doof wie beim letzten Mal. Und warte, bis alle Wachen auch weg sind, denn ich bin schwer gesucht gerade. So, hier sehe ich keine Wachen mehr. Hier auch nicht, also können wir jetzt dann ganz in Ruhe da rein. Bom. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein. Ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, dann können wir jetzt zurück zu Al-Mulim. Klar machen wir das. Verdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen. Ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stone. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Ja, was anderes können wir ja nicht machen. Und das Ding leuchtet rot. Ja, was anderes außer hinlegen und ausruhen können wir hier eh nicht als Desmond. Leider. Was zum... Jemand war hier drin. Oh. Sieht aus wie ein Zugangscode. Dann ruhen wir uns mal ganz kurz aus, denn mit ein bisschen Glück haben wir jetzt den Code. Ah, was war das? Der nächste Morgen. Raus aus dem Bett! Es wird ein schöner Tag. Sie sind aber heute gut gelaunt. Miss Dillman hat einige Modifikationen am Animus vorgenommen. Sie sollten jetzt noch länger drinbleiben können. Um Ihnen bei der Schatzsuche zu helfen? Das ist eine ernste Angelegenheit, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen die Arbeit, die Abstergo leistet, nicht zu würdigen. Vielleicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ihr Leute tut. Wir ändern die Welt. Jeden Tag. Auf 100 verschiedene Arten. Wussten Sie, dass beinahe jeder Durchbruch des letzten Jahrtausends, sei er medizinisch, mechanisch oder philosophisch, von Abstergo oder seinen Vorgängern kam? Das ist eine kühne Behauptung, Doc. Meinen Sie nicht, Sie übertreiben da ein bisschen? Nicht im geringsten. Oh, natürlich ernten wir nicht die Lorbeeren. Das würde viel zu viel Aufsehen erregen. Wir suchen uns unsere Günstlinge sorgfältig aus. Warum? Ist das nicht offensichtlich? Es bedeutet, dass wir die Kontrolle haben. Aber wie? Was macht Sie so besonders, so clever, dass Sie all diese Dinge erfinden konnten und wir Normalsterblichen wie die Idioten herumstolpern? Um fair zu sein, wir erfinden sie nicht. Wir finden sie.
finden. Es sind Geschenke, Mr. Miles, von denen, die vor uns waren. Wir sprechen später weiter. Die Zeit drängt. Na dann. Der gute Doktor ist scheinbar sehr... Morgen, Desmond. Ja. Abstergo fährt ziemlich danach drauf ab. Aber okay. Ja, dann... Darauf! Und eine Runde DNA schnüffeln. So, also wir haben jetzt... Das haben wir gemacht, da war der... ja genau, da war Tamir. Down. Dann hier mal den Garnier von Nablus und Talal. Starten Sie schon die Erinnerung. Und jetzt kommt noch Gedächtnisabschnitt 4, wo wir drei Leute damit töten müssen. Dann nochmal zwei, dann nochmal einer und dann kam die, sag ich mal, besondere Erinnerung, an die wir ran müssen. Deswegen werden wir jetzt hier ran. Wenn Sie einfach die Erinnerung, die Sie besuchen möchten. Ja, das bleibt ja nur die, ne? Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Fassaden erklimmen. Tretet ein, Altair. Ihr schlagt euch gut. 3 von 9 sind tot. Und dafür gebührt euch mein Dank. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Es hat gerade erst begonnen. Ich stehe zu euren Diensten, Meister. König Richard, ermutigt durch seinen Sieg bei Akkon, bereitet einen Zug gen Süden auf Jerusalem vor. Salah al-Din ist sich dessen bewusst und sammelt die Seinen vor der zerstörten Zitadelle von Assur. Wollt ihr denn, dass ich beide töte? Ihren Krieg beende, bevor er richtig beginnt? Nein. Das würde ihre Armeen zerstreuen und das Land dem Blutdurst tausender zielloser Recken preisgeben. Sie werden erst in vielen Tagen aufeinandertreffen. Und derweil sie marschieren, kämpfen sie nicht. Ihr müsst euch um eine dringlichere Bedrohung kümmern. Die Männer, die so tun, als würden sie in ihrer Abwesenheit herrschen. Liefert mir Namen und ich liefere euch Blut. Das werde ich. Abul Nukut, der reichste Mann in Damaskus. Majid ad-Din, Regent von Jerusalem. Wilhelm von Montferrat, Lehnsherr von Akkon. Was sind ihre Vergehen? Gier, Arroganz, das Abschlachten Unschuldiger. Mischt euch unter das Volk dieser Städte. Dann erfahrt ihr von ihren Sünden. Habt keinen Zweifel, dass diese Männer dem Frieden, den wir suchen, im Wege stehen. Dann sollen sie sterben. Ihr habt euch ein weiteres Ausrüstungsstück verdient. Nehmt es. Macht es euch zunutze. Was ist es? Kehrt nach jedem Anschlag zu mir zurück, auf dass wir ihre Absichten erkennen mögen. Ich sehe nicht, was es ist. Okay. Und, Altair, seid wachsam. Eure Taten haben wohl die Aufmerksamkeit der Stadtwachen erhöht. Sie werden jetzt misstrauischer sein als zuvor. Na, sehr schön. Das kann ja nur lustig werden. Aber es soll ja auch schwerer werden. So, was habe ich bekommen? Handschuhe. Kante greifen. Neue Fähigkeit losreißen. Sie können im Hof trainieren. Achso, das ist, wenn man runterfällt, kann ich jetzt mich auch festhalten. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und losreißen, okay. Das heißt, wenn ich gepackt werde. Oh nö. Alter, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Mich dünkt, du hörst dich ziemlich scheiße an, mein Freund. Drücken und halten Sie... Taste 5 und drücken Sie Taste 1, wenn er dann ihn greift. Ne? Ja. Okay, schauen wir mal. Ja. Halt, wartet langsam. Ah, okay, so war das. Komm her! Bam! Okay. Das reicht. Weiß ich, wie es geht. Ist in Ordnung. Gut. Tutorial verlassen. Ihr seid beschäftigt. Das heißt, jetzt müssen wir wieder in alle drei Städte zurückkehren. Und
Ich würde sagen, wir fangen wieder mit Damaskus, danach Jerusalem, danach Akkon an. Und wir können das Ziel auch sofort erreichen. Deswegen werde ich nach Damaskus ins Büro verschwinden. Benutzen Sie Konterangriffe, wenn Sie es mit mehreren Gegnern zu tun haben. Dann sparen wir uns diese ganzen drei Sequenzen. Gibt für uns dort eh nichts mehr zu holen. Die ganzen Aussichtspunkte haben wir. Und Fahnen sammeln ich eh nicht. So, dann rede ich nochmal ganz kurz mit dem und dann beenden wir die Folge für heute. Hier, mein Freund. Willkommen. Welches Leben sollt ihr heute nehmen? Sein Name ist Abul Nukut. Was könnt ihr über ihn berichten? Oh, der Händlerkönig von Damaskus, der reichste Mann der Stadt. Wie aufregend, wie gefährlich. Ich beneide euch, alter Ehe. Nun, nicht um den Teil, wo man euch eures Ranges enthob, aber um alles andere. Oh, und außer den Sachen, die die anderen dann über euch sagen. Und ja, außer dem Fehlschlag und dem Hass. Ja, lässt man dies außer Acht, beneide ich euch sehr. Ich schere mich nicht darum, was andere denken oder sagen. Ich habe einen Auftrag zu erfüllen. Also, was könnt ihr mir über den Händlerkönig berichten? Nur, dass er sehr böse sein muss, wenn Al-Mualem euch schickt, ihn zu besuchen. Er bleibt unter den Seinen, im nobelsten Viertel der Stadt. Ein umtriebiger Mann, stets beschäftigt. Wenn ihr eine Weile unter seinesgleichen verbringt, erfahrt ihr sicher alles, was ihr über ihn wissen müsst. Und wo sollte ich mit der Suche beginnen? An eurer Stelle würde ich mit der Umayyaden-Moschee und dem Subsarusha beginnen. Beide befinden sich westlich von hier. Weiter im Nordwesten liegt Salah al-Dins Zitadelle. Sie ist ein beliebter Treffpunkt und hat sich schon oft als Quelle loser Zungen erwiesen. Ja, diese drei Orte sollten euch helfen. Danke für euren Rat, Rafik. Ich kehre zurück, sobald ich die benötigten Informationen gesammelt habe. Peace, Bruder. So, dann schauen wir mal. Jetzt können wir dieses ganze Gebiet hier bereisen. Das ist leider immer noch nicht zugänglich. Aber hier gibt es wieder neue Aussichtspunkte, neue Aufgaben. Ne. Kennt wir alle. So. Aber Leute, das war's erstmal mit Let's Play Assassin's Creed für heute. In der nächsten Folge werden wir uns dann hier in Damaskus ein bisschen weiter umschauen und werden werden wir einen kleinen Besuch abstatten, oder werden wir auf jeden Fall ein paar Informationen sammeln. Ich denke mal, in den nächsten drei Folgen werden wir den auch haben. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.